Die Live-Action-Serie Halo ist ab dem 24. März auf Sky Q und Sky Atlantic abrufbar. Außerdem ab 25. März immer freitags um 22.15 Uhr auf Sky Atlantic noch vor dem Deutschlandstart von Paramount Plus. Die Handlung von Halo spielt in dem Universum, welches 2001 mit der Veröffentlichung des ersten Spiels auf der Xbox ins Leben gerufen wurde. Im 26. Jahrhundert kommt es zu einem epischen Konflikt zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung, den sogenannten Covenant. Diese lernen wir auch gleich nach den ersten paar relativ harmonischen Minuten der ersten Folge kennen. Da geht's gleich actionmäßig richtig los und auch so in dieser ganzen Brutalität und Unerbittlichkeit lernt man diese außerirdische Rasse direkt dann kennen. Kurz darauf stößt eine Elite-Kampfgruppe von Supersoldaten, angeführt von John 117 dazu, welche zum einen die letzte Hoffnung für die Menschheit darstellen, zum anderen aber einen relativ zweifelhaften Ruf genießen. Unter anderem wegen ihrer Kaltherzigkeit, ihrem blinden Gehorsam und nicht zuletzt zu der undurchsichtigen und zwielichten Organisation, der sie unterstellt sind. Erst als Master Chief John 117 Kontakt mit einem außerirdischen Artefakt hat, kommen ihm plötzlich Bilder und Erinnerungen in den Kopf, die ihn an seinem blinden Gehorsam zweifeln lassen und seine menschliche Seite wieder hervorbringen. Als er sich dann auch noch weigert, die letzte Überlebende des letzten Rettungseinsatzes zur Exekution freizugeben, wird John 117 selbst zum Deserteur und steht auf der Abschussliste seiner eigenen Vorgesetzten. Ja, die erste Staffel hat 9 Episoden und ich durfte die ersten beiden bereits im Vorfeld sehen und die gehen so zwischen 50 und 60 Minuten pro Folge. Und ich muss sagen, hat mich relativ gut unterhalten. Also war nicht so, dass dieser Totalausfall, den ich nach den ersten Trailern so ein bisschen befürchtet habe. Ja, vorab, ich bin selber nicht so der Gamer, habe keines der Spiele jemals in meinem Leben gezockt. Ich kenne aber wohl so das ein oder andere ikonische Detail daraus. Zum Beispiel die Rüstung von John 117, die ist ja, die gehört schon quasi zur Popkultur. Was das betrifft, so ich habe mir auch so ein YouTube-Video angeguckt, so ein bisschen Background zu Halo zu bekommen und da muss ich sagen, hat man von der Optik her die Serie im Kern ziemlich gut getroffen. Generell auch die Special Effects sind ganz ordentlich geworden und zwischendurch. Ich meine, die Folgen haben 50 bis 58 Minuten, die haben natürlich eine ordentliche Länge von knapper Stunde Laufzeit und da kommt es hier und da auch mal ein bisschen vor, dass sich so ein bisschen Langatmigkeit einschleicht. Aber das ist andererseits auch ganz okay. So nimmt man sich natürlich auch viel Zeit für den Aufbau der Charaktere und lernt alles, auch für die Leute, die mit Halo nicht vertraut sind, können so einen guten und nachvollziehbaren Einblick in diese Welt bekommen. Weniger gut fand ich allerdings, dass hier alles so auf Hochglanz poliert wirkte. Ich meine, die erste Folge fängt so ein bisschen von der Optik her an einem, hat mich so ein bisschen an Mad Max erinnert, das Szenario, der Planet. Und auch so hier und da sollte es dreckig wirken, aber es wirkte alles auf Hochglanz poliert. Es wirkte alles viel zu sauber, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Schmutz gewünscht, sag ich mal. Das, wie gesagt, hat mir nicht so toll gefallen, aber wie gesagt, ich kann ja auch nur nach den ersten beiden Episoden urteilen. Mal gucken, was die anderen so noch so hergeben werden. Die Action war besonders in der ersten Folge, als der erste Kontakt mit den Covenant, da mit den Aliens war. Also die hat mir richtig gut gefallen. Das ging wirklich, glaube ich, 10, 12, 13 Minuten richtig dermaßen voll ab. Hat auch an Kompromisslosigkeit und Brutalität nicht gegeizt, fand ich. War auch sehr spannend inszeniert, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Jedoch ist das, was Action betrifft, jetzt nicht so, dass es da jetzt permanent abgeht. Es gibt viele, viele ruhige Passagen, wie anfangs auch schon vorhin erwähnt. Viel auch Zeit für Charakterentwicklung und das eine oder andere Drama, was sich hier theoretisch anbahnt. Ja, wie gesagt, das Spiel habe ich ja nie gezockt, aber es gibt auf jeden Fall visuell sehr viele Parallelen und inhaltlich scheint da auch der Grundton getroffen zu sein. Aber vielleicht könnt ihr mir ja, es werden ja einige Gamer unter euch sein, die dieses Video gucken, vielleicht könnt ihr mir ja, wenn ihr das gesehen habt, also Halo geschaut habt, mal sagen, inwiefern auch der Kern des Spiels wirklich getroffen wurde, abgesehen vom Visuellen, jetzt von der Optik her, auch so halt inhaltlich. Und wie hat euch die Serie gefallen? Haut es mal in die Kommentare.
Ich jedenfalls fand die ersten beiden Folgen gut genug, dass ich sage, das Interesse für die restlichen 7 ist definitiv da und die werde ich mir irgendwann auch mal geben. Aber jetzt habe ich erstmal nur die ersten beiden geschaut und rein zu urteilen, jetzt die ersten beiden Folgen würde ich sagen, es hat mich gut unterhalten, es ist nicht alles Gold, was glänzt, habt ihr ja schon gehört. Gut gemeinte 7 von 10 Punkte für die ersten beiden Folgen der von Steven Spielberg mitproduzierten Live-Action-Adaptionsserie von Halo. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.